Tag, Servus, Moin und Hallo zum Donnergurgler. Hier geht's wieder um die Dinge, die kein Mensch braucht, aber trotzdem Spaß macht. Und mal wieder ein Auto. In letzter Zeit, oder es kommen viele Autos. Wie gesagt, es kamen öfter mal die Kommentare, ihr wollt Autos, hier sehen Autos. Ich habe euch von Ache den Rennwagen in Rot mitgebracht. Hier ist er. Von der Kammer Live Serie. Ich habe euch da schon mal diesen Rennwagen in Gelb gezeigt. Das war ein Porsche. Bei dem hier habe ich keine Ahnung, was es für ein Auto ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht gerne unten reinschreiben. McLaren. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Steht halt auch nicht drauf. Famous Car. Und das Ding hat die Nummer 522. 288 Teile, 9,95 Euro, was einen schönen Teilepreis von 4 Cent macht. Leider keine Figuren dabei. Und ja, die gibt es bei Bluebricks für 9,99 und stehen aber in den Bluebricks Läden schon unter letzte Chance. Ich weiß nicht, wieso die Vermarktin, keine Ahnung, ob sie sich nicht verkaufen, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Oder ob sie mit Ache nicht mehr zusammenarbeiten, wie auch immer. Ich schaue mir, ob ich sie online noch finde. Wenn ja, verlinke ich sie natürlich. Ansonsten in den Bluebricks Läden stehen noch ein paar. Wer da eine Chance hat, für 9,95 Euro kann man da nichts falsch machen. Das sind tolle Teile, tolles Design. Schauen wir es uns an. Genau, wir haben diese Schachtel, die sehr hochwertig gemacht ist mit, ja nicht Perforation, sondern man fühlt da was haptisch und auf der Rückseite auch ein krasses Bild und oben kann man die Tür aufmachen, nach hinten komischerweise. Und ansonsten ist es sind diese 8-Kühlschachteln, die haben immer einen tollen Inlay, wo man dann hier oben die Anleitung so reinstecken kann. Tatsächlich ist das ganz witzig. Es ist natürlich der krasse Umweltschmarrn, aber wenn man da seine Teile so drin hat, seine Anleitung da, dann geht das ganz gut. Die Anleitung sieht wie folgt aus. Auch keine Überraschungen, lässt sich gut bauen. Genau, und am Schluss klebt man Unmengen Tapeten drauf. Das typische Autoproblem, nur Mega Constructs löst dieses Problem bei Hot Wheels anders. Alle anderen kleben Tapeten. I don't know why. So, dann schauen wir uns das schöne Stück mal ein bisschen näher an. Da ist es. Wie gesagt, leider keine Figuren. Ich habe keinen Vergleich, zu welchem Auto es passt. Von daher kann ich nur sagen, die Baurichtungswechsel und wie es gebaut ist, ist wieder toll. Die Teile haben überhaupt keine Probleme. Tolles Finishing. Selbst Farbabweichungen eigentlich keine, die mir aufgefallen sind. Da fällt jetzt was ab, was es auch immer ist. So. Und genau, von unten diese Grundplatten. Wie gesagt, 8 Studs breit ist das Ding. Passt also zu den großen Speed Champions, den neuen. Den hier kann man verstellen. Da steht Velocity drauf. Es fließt so durch. Genau, das mit den weißen Dingern finde ich okay gelöst. Immerhin ist es kein Aufkleber. Das hier vorne natürlich alles Aufkleber. Und ja, hier kann man noch die Türen so aufmachen. Yeah. Allerdings nach hinten. Wie gesagt, ich weiß nicht, was es für ein Auto ist. Von daher weiß ich nicht, ob das im Original auch so rum aufgeht. Wahrscheinlich nicht. So, dann innen haben wir ein Lenkrad, ein bisschen schwer zu sehen, einen roten Schaltknüppel und das war es auch schon. Und zwei Stühle, habe ich irgendwo eine Figur, die ich da reinsetzen kann, um mal zu checken. Hier haben wir eine Figur, mal sehen, ob die da reinpasst ohne Probleme. Mit Helm schon mal nicht. Ohne Helm, so lala. Ui, jetzt ist ein Scheinwerfer abgefallen. Der ist jetzt aber da vorne, den finde ich nie wieder. Genau, also Figur reinsetzen, sieht man, bleibt ein Spalt. Schade, schade. Aber mit
Wenn man den Stuhl ausbauen würde, würde es wiederum wahrscheinlich passen. Ich mache das mal kurz. Moment. Da sind so klassische Stühle drin. Wenn man den ausbaut, könnte das gehen. Ja, wenn man einen Stuhl ausbaut, dürfte er sogar mit Helm reinpassen. Genau. So viel dazu. Was soll man sagen? Die Dinger machen Spaß. Für das kleine Geld ist es also gerade wirklich für. Oh, jetzt habe ich da die ganze Front noch abgebaut. Es bleibt vom Auto mal wieder nichts übrig beim Donnergurgler. So, fast wie bei den Häusern. Genau. Das ist der Arco-Rennwagen in Rot. Tolles Teil, tolles Design, tolle Baurichtungsumkehrung. Leider kein PDF-Anleitung gefunden. Der Preis ist super für 4 Cent das Teil und 9,95 Euro bekommt man da, ja, 95 bekommt man da einen kleinen Happen als Bauspaß, sage ich mal. Mit 288 Teilen sitzt man da jetzt nicht lange dran, aber das ist halt bei den Autos so. Schade ist, dass keine Figuren dabei sind. Schade ist natürlich, dass keine dass Sticker dabei sind und es nicht bedruckt ist. Aber ich wiederhole mich da immer wieder gerne und hatte Spaß mit dem Ding. Wie find, habt ihr euch auch welche geholt oder wisst ihr zufällig, warum die vom Markt gehen oder letzte Chance sind? Gerne unten reinschreiben. Wie immer gerne ein Abo dalassen. Tut euch nicht weh, hilft mir weiter. Das war der Donnergurgler für heute. Klemmt euch nicht die Finger ein, lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.